Und damit willkommen zurück, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodom zu einem neuen Tag, zu einem neuen Part. Death and Taxes mit dem Zwergenfürst. Wir haben das hier mal. Okay, was gibt's jetzt hier auf dem Handy? Ja, der erste Part ohne Stream. Heute ohne rotes Buch. Seht da oben rechts, kein rotes Buch, mit dem abgestimmt werden kann. Heute muss die Entscheidung selbst treffen. Kann ich mich nicht auf den Chat verlassen. Kann ich nicht die Schuld auf den Chat schieben. Erster Part in der Aufnahme. Okay. Okay, jetzt sind hier die Auswirkungen hier der Accountant. Ja, das sind die Auswirkungen, die passiert sind, weil die gestorben sind, Sie haben einen Brief von Grimm. Okay, wir müssen heute zwei Menschen töten und es ist egal, wen wir töten, aber einer muss verschont bleiben, der einen Science-Background hat, der in der Wissenschaft arbeitet. Zwei müssen sterben, aber wichtig ist also, egal wen wir wie sterben, einer muss, das noch zusätzlich dazu, einer muss überleben und wissenschaftlich was haben. Ja, Position. Also jetzt haben wir hier Krobilus Songalia. 22 ist er alt, Rezeptionist. Krobilus tries to spice up the way down Munch's life by flirting with customers at work. Okay, ich lese jetzt, ich habe jetzt ab und zu werde ich vielleicht mal in die erste Zeile durchlesen, aber es ist ja. Ich lese mir das im Stillen durch, weil sonst wird es peinlich, wenn ich hier jetzt ein bisschen liest ihr vielleicht mit im Let's Play. Ja, es ist halt mein Englisch, will ich euch mit verschonen. Okay. Etwas mit ihrer Großmutter. Wenn ich das richtig verstehe. Können wir ein bisschen meine Englischkenntnisse verbessern. Okay, ich lese mir erstmal durch und dann sortieren wir nach tot und lebendig. Wie im Stream schon in den ersten beiden Parts. Links der lebendige Haufen, rechts der Todeshaufen. Dann schauen wir mal, wie wir es umsortieren. Gregory Hayon, wenn du ausgesprochen hast, 31 Archäologist. Tom Prader, aha. Indiana Jones. Der neue Indiana Jones hier. Genau, das ist Indiana Jones. Der reale Indiana Jones, ziemlich. Also dann haben wir hier noch Theodor Joseph Palikowski, 30 Jahre alt, Pilgrim. Aha, okay, er ist auf Pilgerschaft, wenn ich das richtig verstehe. Er ist sehr hilfbereich, bereit, hilft sehr vielen fremden Leuten und ja, er ist doch ein sehr netter Mensch, wie ich denke. So, dann haben wir hier Gwendolyn Chi, 30 Jahre Network Engineer. Gwendolyn is not exactly sure when their career as a Network Engineer stagnated. Okay. Okay, ist sich nicht sicher an seinem Job. Weiß nicht, ob es das ist, was er sich geträumt hat. Ah, sie ist eine große Familie. Also ist schon er oder sie. Gwendolyn ist für mich ein weiblicher Name. Würde ich schon so sagen. Kenzo Ura. Astronomist, das ist hier Science Background, das ist, würde ich schon sagen. Kenzo Steeply. Da müssen wir hier weiter lesen. Universe, ah ja, okay, er kennt sich mit interessiert sich für die Mysteriösen des Universums und. Ja.
Ja, er ist interessiert in Universumserforschung, UFO-Erforschung und zwar, das geht schon so ein bisschen in die Verschwörungstheorie rein. Ja. Sehr schön. Nehmen wir uns auch mal hin. Es werden immer mehr Stapel hier. Dann haben wir hier den Damien Watts, 42 Jahre alt, Geographer. Also, er geografiert wahrscheinlich was mit Geografie zu tun. Damien ist Geomorphologist. Researching Mysterious New Series of Mineral Formations. Okay. Mit Mineralien und was macht er? Auch irgendwas Wissenschaft, scheint mir auch was wissenschaftlich zu sein. Bin mir nicht so sicher, das ist, klingt weniger, weiß ich nicht, also der Astronom ist mir mehr wissenschaftlich, müsste ich mal nachgoogeln, was das Geographer, was das scheint auch was Wissenschaftliches zu sein. Okay, unsere Aufgaben sind zwei müssen wir töten und einer muss als Wissenschaftler überleben. Einen müssen wir spare any humans with any humans. Also muss nicht einer sein, any. Nicht alle, sondern heb einen auf, der heb irgendwelche auf, die wissenschaftlichen Hintergrund haben. So. Dann würde ich meinen, nee, das Network Engineer. Wo ist denn hier unser Wissenschaftler, Astronomist? Mach ich den schon mal live? Der darf schon mal im Leben. Haben wir unseren Wissenschaftler am Leben gelassen? Gut. Zwei Menschen müssen noch sterben. Okay, da haben wir den hier. Geographer. Ja, das ist okay, wir machen das nochmal Ausschlussverfahren. Wir hatten nicht jemanden mit einer. Hier steht Large Family. Familienvater oder Familienmutter. Ist auf jeden Fall. Ja, kommt hier auf die Lebensseite. Das würde ich auf jeden Fall. Das ziehe ich erstmal vor. Das würde ich auf jeden Fall, wenn die eine große Familie hat. Kinder und so weiter und Verwandte, das ist dann vielleicht. Ja, haben wir hier den Pilgrim, der hilft gerne anderen Leuten. Der ist ein grundsympathisch netter Mensch. Den packe ich auch erstmal darüber. Kann sich also noch ändern. Zwei müssen sterben. Dann haben wir den Archäologist, der eigentlich auch, das ist der eigentlich ist Indiana Jones in echt, real life. Ja, das ist erstmal auch hier rüber. Ein Rezeptionist. Ja. Es tut mir für das junge Alter ziemlich leid, aber wenn ich den nehmen würde, aber es als Rezeptionist ist halt so ein bisschen Flirting with Customers at Work, das stört mich ein bisschen. Es ist kein Grund, aber ja, ist so ein bisschen, da gibt es einen unsympathischen Bonus, naja, ja, die scheint mir nicht so ganz. Und den hier, der ist mir. Ja, gut. Ich würde mal einfach sagen, das ist nach Ausschlussverfahren. Kriegst du hier. Zwei müssen wir umbringen. Haben wir hier zweimal. Haben wir hier schon zwei Tote. Wir können auch weitere sperren. Wir können auch weiter nicht sperren, sondern wir können auch weitere killen. Müssen wir aber nicht, deswegen. Hier meinen Hut aufsetzen, Indiana Jones.
den lasse ich leben. Dann wir den Pilger. Dann lasse ich auch leben. Und ich lasse auch leben. Schauen wir mal, ob das so, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe zwei getötet, einen Wissenschaftler am Leben gelassen. Und ich denke, das passt. Ich meine, es richtig gemacht zu haben. Also wir holen uns erstmal unser Geld ab und dann schauen wir nochmal in den Shop rein, was dann es gibt. What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. Okay. Good. I see the correct amount of profiles. Today seems to be in order. Na, dann war es richtig gemacht, wie es ausschaut. 5 days you have been with us. Eine Woche schon. Does it feel to make the difficult choices? Also, wir arbeiten wahrscheinlich 7 Tage die Woche, aber ja. Oder haben wir ein Wochenende? Werden wir sehen. Wie fühlt sich's an? Didn't like it at first, but I've grown to enjoy it. Naja. Was I feel like I'm not killing enough people I have now. Das ist ziemlich böse. Still feel awful, but every choice. Awful about every choice. Irgendwie gar nichts, so ein bisschen. Das ist halt. Ja, es kommt mal so fast, also so ein bisschen, ich würde sagen, es ist irgendwie was Erschreckendes. Also, was schon, muss ich sagen, ist was schon Erschreckendes, aber ich würde fast sagen, meh, job like an der. Es ist so ein bisschen Papierkrams, das ist halt so moralische. Ja, man muss moralisch arbeiten. Das ist, wenn man es moralisch arbeitet, macht man es gut. Aber das ist halt, ja, momentan komme ich noch halbwegs drüber zurecht. Das ist, ich meine, das ist ein Job mit großer Verantwortung, mit großer Macht. Das ist, aber ja, is it the... leider, grundsätzlich muss ich das so sagen. Almost imagine what a normal, basic, dreadful, everyday job would feel like. Ich kann mich die Katze irgendwie ärgern. Wir haben doch hier einen. But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to deal with them? The office to deal with ja. Ah. The question is too difficult. After all, you know, not even lived a week. You have not seen what the tradition has wrought. Ach, was vorher kriegen wir jetzt Wochenende oder was? The lives, unbeknownst to the humans. Do you not consider it unethical to make the choices you made? Ich frage richtig verstanden, aber ob ich jetzt, ob ich moralisch und ethisch gehandelt habe. Ach, do you not consider it unethical? Nö, ich habe das Beste nach besten Moral, also nach meinen besten Moralvorstellungen. Am Anfang die erste Runde habe ich, am ersten habe ich gesagt, der Älteste. Dann gucke ich gucke auch immer nach dem, also wenn der Familienvater bist und so weiter, das ist halt, da gucke ich dann schon. Also wenn jemand selbstbereit ist im Leben und so weiter, hat das auch, da ist halt. Ist halt ziemlich gut dann schon so, also nach Ausschlussverfahren, wie ihr es in der letzten Runde gesehen habt, also ja. Na, I'm not happy over this. Can't worry too much if this what has to be done. Yet you have no opportunity to elicit a change. It may sound unfair, but it is not. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. We know what we are doing. Andererseits, ich habe auch noch kein Papier von mir gehabt, wo ich gesagt hätte,
Ich meine, verdient hat es grundsätzlich keiner, aber ich hatte noch kein Papier vor, von dem gesagt hätte, okay, das ist jetzt eindeutig klar, denn da muss nicht länger, ich muss bei jedem irgendwie ein bisschen schon überlegen. Es ist noch nie irgendwie ein Sexualstraftäter hier auf den Tisch gekommen, wo ich dann gesagt hätte, es ist jetzt, okay, da müssen wir nicht lange überlegen. Der kommt jetzt auf dem Sterbehaufen. Ich meine, der hat es auch nicht verdient, aber es ist halt. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine, jeder Mensch hat irgendwie schon grundsätzlich. Ich bin zumindest der Überzeugung, dass jeder Mensch, auch egal wie schlecht und scheiße es irgendwie verdient hat, ein Leben zu führen und weiterzuleben. Das ist halt irgendwie, ja, und dann. Aber ihr versteht, was ich meine. Es gab noch keinen, wo ich gesagt habe, okay, ja, rüber mit dir. Auf die Todesseite. I apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask me? Das ist eine interessante Frage. Warum habe ich noch keine Kinder gesehen auf den Zetteln? Das ist wirklich eine interessante Frage. Ah, the children. They are a special case for a different set of departments to deal with. You will not find any yourself. Ah, okay, das ist ein schwieriges, das ist eine andere Abteilung und das sind schwierigere Sachen, da muss man es. Ist ja auch ein bisschen schwierig, das zu entscheiden. Da sind Profis am Werk, da lassen sie nicht den Anfänger ran. Ist halt so ein bisschen. Ja, ich krieg die Erwachsenen. Countless. Unzählige Apartments. Infinite. Close enough. Anything else? Absolutely. All living beings have to be processed after the end. No escape. Katzen zum Beispiel. Gibt auch ein Katzenapartment. Auch ein Ameisen- und Fliegenapartment. Das ist auch eine interessante Frage. Das ist halt, wenn ich eine Fliege mit der Hand zerdrücke, das ist halt. Do not ask about the plant department. Wenn ich mit der Hand nach einer Fliege klatsche, das ist halt so ein bisschen. Das gibt es ja auch manchmal. Kennt ihr das, wenn eine Fliege da einfach weiterlebt? Das sind die Grimreaper, das sind die in dem Spiel, dass die Fliege dann irgendwie weiterleben lassen. Das ist dann die Fliege, die erschlagen wurde. Kennt ihr das nicht auch, wenn du eine Fliege totschlägst, die offensichtlich in der Hand zerquetscht hast und dir sicher bist, ich hab dieser Fliege das Leben ausradiert, die kann nicht weiterleben, und dann die Hand aufmachst und die losfliegst. Das ist dann halt. Ja. Anything else? Ich glaube, da fragen wir dann so Unlevenlings Zombie fliegen. Dann lassen wir mal nicht liegt in nicht haben fünf Taschen Löchern hier. Ist in Ordnung. It has been enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Ach, samstags und Wochenends haben wir auch Arbeit. Wollte ich schon fragen. Und die Bar können wir noch nicht. Wir haben so eine Karte auf dem Tisch liegen. Ich weiß nicht, wie wir die mitnehmen können, aber okay. Tis ye who plunders me. Können wir uns nicht leisten. Cat Ears. Das wäre mal interessant hier. Okay, wir haben noch zu wenig Geld. Na, dann auf nach oben. In unser Apartment. Nächster Tag, wie es ausschaut. Oha. Fate ist nicht in seinem Office. Okay, sieht so aus, als müssten wir arbeiten gehen. Die Grim Office, let's go. Tag 6. Read this. Okay. Alien Glide Cover Stand, okay. Strange arm shaped minerals. Okay.
Man claims to have saved Earth from aliens. What? Since today, Asturian wants artifact locking. Okay. Interessante Nachrichten hier. Und hier haben wir wieder ein paar Todeschips. Irgendwie sind die leer gegangen, oder? Kann das sein? So, wir müssen uns merken, wir haben jetzt hier 4 Chips. Müssen wir mal am nächsten Tag gucken, was damit passiert. Okay, fangen wir mal damit an. Wir haben Imogen Solendness. 41 Jahre alt. Prosecutor. Because to always getting up to no matter what. Okay. Haben wir hier John Baptist Cotin. 70 Jahre alt. Ui. Retired. Also wie ich im letzten Stream, im letzten Part erfahren habe. Heißt das Rentner? PTSD, okay, weißt du, ist das posttraumatische Belastungsstörung oder das heißt PTBS, aber es ist Belastungsstörung, kann auf Englisch was anderes heißen. Ich weiß, in Deutsch heißt es, weißt du, weiß nicht. For years they have had to deal with bouts of PTSD, was auch immer, das ist eine Abkürzung für eine Krankheit, würde ich sagen, ganz damit zu dealen. Yes, painting and composing. Das scheint mir fast so Military Conflict, ja, das scheint posttraumatische Belastungsstörung zu sein. PTBS auf Deutsch, PTSD wahrscheinlich in Englisch. Okay, ein Veteran. Ein Army-Veteran. Europa-Stil. Europe. Europe-Stil. Europa oder Europa-Stil. Okay. Jemand, der Europa heißt, mit Vornamen, interessant. Weiß nicht, wie es in Englisch ausgesprochen wird. 37, Recruiter. Mhm. Multilevel Marketing Companies. Mhm. Okay. Ja. Recruiters, okay. Wir müssen mal die hier durchlesen. A total of 6 humans. Wir müssen 6 Leute. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird ein Massaker. 6 Leute müssen wir töten. 2 Menschen über 60 oder älter haben zu sterben. So für economic any human, also. Irgendein Mensch mit Economy Unit Pushen have to die. Ui, ja, die Herausforderung, wenn man das ist jetzt hier. Als für die Entscheidung wird, ein Banker, da gehe ich mal schneller durch hier. Wir müssen 6 Leute sterben lassen. 72, retired. Grumpy's Most Senior, it's impossible. Making everyone's life more difficult, both and death. Okay, der scheint uns, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der so ein bisschen lästiger, alter Herr. 79 auch Rentnerin. Eine Rentnerin. Fun and Games Mode. Okay. Die spielt, ist eine Zockerin in dem Alter. Ui. Economic Consonant Anderson. Anderson. Es ist Neo. Anderson has saved countless of business from going completely bankrupt.
Okay. I'm a pawn shop owner. Okay, dann gehen wir mal die Liste durch. Sechs Leute müssen sterben. Dann gehen wir von unten mal. Any humans with economy related profession have to die. Okay, mindestens einen mit einem ökonomischen Economy. Ja, tut mir leid. Da haben wir das schon mal erledigt. Okay, Economic. Habe ich mir leicht gemacht. Musste ich nicht lange übersetzen. At least two humans. Mindestens zwei Menschen über 60 müssen sterben. Da fällt mir der leider als erstes ein, der den anderen Leuten das Leben schwer macht, wenn ich das richtig verstanden habe. They dislike everyone. Everything, okay. Was ist schon alt, ist 72, darf auch mal. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Gnade, dass er sterben darf. Er will vielleicht. Das ist eigentlich die Lebensseite, aber ich pack doch schon mal alle. Haben wir ihn hier? Er ist ein ganz netter, ganz guter, ein guter alter Veteran. Das damals im Krieg gekämpft, ist halt PTBS. Der hat ein schweres Leben gehabt danach und hat ein paar dunkle Jahre und ist eine Chronik Volkssongs gehört und Composing. Der ist dann Kompositeur geworden. Investment für uns, der hat was, doch noch was Tolles draus gemacht. Er ist halt eigentlich, ich würde den nur deswegen, ich würde da mal Medaille machen. Der ist 70, der hat PTBS, dem geht schlecht, das ist dem, der kann, der darf mal langsam, der hat sein Leben gelebt, der ist jetzt in Rente, der hat noch ein bisschen, der nach dem Krieg sein Leben gelebt, der hat's gut gemacht, das ist halt der. Der soll nicht vors Auto fahren, der soll friedlich auf dem Sofa einschlafen. Ich meine, ich kann es jetzt nicht bestimmen, wie er stirbt, aber es ist halt, er soll sich nochmal von seinen Enkeln, falls er welche hat, oder von seinen Kindern verabschieden können und dann friedlich hinschlafen. Das ist, aber dem gönne ich das, ist, das kann da friedvoll aus dem Leben gehen. Aber ja, so würde ich das begründen. Haben wir auch zwei Humans over 60 erledigt. Erledigt haben wir sie. Zack, aus. Ein Total of 6 Humans have to die. Okay, jetzt müssen wir noch. Wir haben drei schon. Jetzt brauchen wir noch drei weitere. Das ist das Künftige jetzt hier. Okay, gehen wir mal nach dem Alter. Moralischer Kompass. Die Ältesten zuerst. Da haben wir hier. Mein Handy, das klingelt. Mein Wecker. Okay. Haben wir als nächstältesten dann hier ihn, den Banker. Drei hier müssen noch dran glauben. 42 haben wir Faust Chegwin, Pawnshop Owner. Prosecutor. Mach's mal mit ihm nochmal. Ich würde mal sagen, dann entscheide ich mich so. Fällt mir nicht immer gleich ganz leicht, aber ich würde dann schon sagen. Ja, die machen wir noch. Dann gibt es noch für den hier. Das ist fein, Augenschaft freigeschaltet. Okay. Haben wir es falsch gemacht. Und dann noch. Einmal Tote auf 6 Humans. Die lassen am Leben, den Pawnshop-Owner und den Recruiter. Ihr dürft leben, aber Massaker heute hier. Ich das Massaker hier. So. Grim, it looks to be a rough day out there. New recruits often falter during dark time. Yet you seem to have performed adequately.
How do you feel after such a day? Das waren wirklich dunkle Zeiten, die da war. Es war der Massaker, sind viele gestorben. Ja, da war viel zu tun. Ich hab's gemacht. Good, good. Tapferer Henker. Even if we do not fully understand why. Hat's durchgegriffen. Let us hope these days do not continue. Sorry, das hat mir schon leid getan hier. Was war 6 Leute hier? Es haben nur 2 überlebt. Ufa. Böse Antwort. Ja, was wohl passiert ist. Ich weiß es nicht. Certainly not good, no. It is as bad as it has ever been. Off you go now, Grim. Good night. Gute Nacht, Chef. Zumindest Geld verdient. Oh, die Bar hat offen.